Do you think I think so? Fucking derp, yes. Okay, wir Und wir sollten haben halt. erstmal alles komplett fertig bauen. Und scheiße, ich komme nicht mehr hoch. Kannst du mir mal kurz einen Block vorbeibringen? Wir haben keinen Kobel mehr. Irgendein Block. Ist mir scheißegal, was für ein Block, aber... Ich glaube, wir sollten es lieber doch sofort mit Lava bauen. Weil dann hätten wir nicht die Probleme. Kannst du hier ein... Und ich soll schlecht sein? Falls wir hier auf die Herzen. Und ich soll schlecht sein? Not fucking your ernst. Ich kann dir nichts platzieren. Warte, geh weg, geh weg, geh weg. Auf die Hubstep. Dankeschön. Jesus Christ. Oh, ehrlich mal. Nur so. Von Idioten umgeben. Ja. So fühle ich mich gerade. Cool, dann kann ich ja jetzt... Ja, ja ich. Du baust hier 10.000 Mal die Blöcke falsch, ey. Gut, dann werde ich gleich erstmal die Monsterfalle entschärfen. Boah, das ist ein Stress mit der Monsterfalle. Ich glaube, irgendwann mal in einer langen, langen Zeit kannst du mir mal 3 Kabel geben, dann kann ich mir eine Kabelspitzhacke machen. Ich selber gerade. 2 Kabel habe ich schon mal. Danke. In irgendeiner langen, langen Zeit werde ich mal ein Skyblock-Let's Play machen, wo ich dann hoffentlich nicht einmal sterbe. Und wenn ich sterbe, dann höre ich auf mit dem Let's Play. Also nach 5 Minuten. Wie gesagt, ihr gibt sich heute extra Mühe, nicht zu sterben. Ja, das läuft heute aber auch nicht so, wie ich es gern hätte. You know fucking say. Ja, ne? Was für Prob. Du bist hier 24/7 am Sterben. Ja, okay, manche Tode waren nicht durch mich verschuldet. Dad. Kai. Tja. Tja. Super. Die Creeper sind halt schon garstige Biester. Dann baue ich gleich einfach nur noch für diese Aufnahme die Plattform dahin. Wegen des Töten von den Viechern. Und dann reicht das für die Aufnahme aber auch wieder. Wir haben schon etwas mehr als eine Stunde. Und das wird dann bestimmt noch 20 Minuten dauern. Okay, mit Toten hochgerechnet dann ca. 50 Minuten. Immer noch. So, wo? Da drin ist ein Spinnenreiter. Ich sehe ein Skelett durch die Decke glitschen. Ach, da drin ist auch noch mehr Computer. Ich muss das entschärfen gerade. Ich muss da irgendwo einen Block platzieren können. Nee, nicht da. Obwohl jetzt... Nee. Komm, lass mal den Daddy hier ran. Ich hab den Block nicht abgebaut. Auf einmal war der Block weg, ne? Ja, keine Ahnung, was du da machst. Du lässt die Viecher... Was soll das denn jetzt? Du hast mich runtergeschubst. Ich war da hinten bei den Feldern. Ja. Freiwillig runtergerannt bin ich bestimmt nicht. Hust, eigene Dummheit, hust. Sowieso hier. Hinterfrag das gar nicht. Stopp das einfach mal irgendwo. Platziere irgendwo so einen Block dahin, dass die nicht mehr runterfallen. Ja, was weißt du, was ich da tue? Okay. Scheiße, läuft die Aufnahme nicht mehr dran. So, jetzt kannst du genau die Blöcke bauen und die Blöcke darunter ab. Nein. Ja, jetzt müssen die Viecher noch weg und dann. Phew. Und geh mal weg, der Ufer ist fast runter, da ist noch ein Creeper drin. Ja, du kannst nicht.
Ja, der ist jetzt hochgeschwommen. Da kommen noch Viecher runter. Neue. Hast du Kabel? Ich habe ein Kabel. Dann bauen wir den Block hier drüber auf. Hinten. Da ist noch ein Kiefer. Da muss noch... So, jetzt kommen hier keine Kiefer mehr runter. Oh, mon dieu. Hast noch ein Kabel, Bibel? Ich hab noch ein paar Kabel. Ja, einen reicht. Dankeschön. So, dann kann ich jetzt sogar schon zwei Spitzhacken machen. Kabel abbauen gehen. Ich will mir aber diesmal nicht irgendwie welche... Ich hätte noch 34 Kabel. Ich könnte jetzt auch erstmal ein bisschen weiterbauen. Ich weiß aber nicht, ob 34 Kabel reicht. Komm, ich lege einmal eine Schallplatte rein. Ich brauche Entspannung. Die Pornemucke. Ich könnte meine Iron Shovel of Justice, Doom and Destruction verwenden, um hier den Schnee ein bisschen abzubauen. Könntest du machen, aber ich weiß nicht, ob das für eine Eisenschaufel nicht Verschwendung wäre, weil mit Stein baust du das genauso schnell ab. Eigentlich. Ja, aber Eisenschaufel hält länger. Ja, super. Dafür haben wir aber nicht unendlich davon, von Stein schon. Theoretisch haben wir unendlich. Nur theoretisch, aber in der Praxis sieht das ganz anders aus. So. Dann gibst du mir das Kabel. Wo bist du? Ja. Obwohl, eigentlich ist es ja der Kabel wegen der Pflasterstein. Der Kabel ist Englisch. Also muss der Kabel heißen. Tja, guckst du hin. Nö, ich nehme einfach der Kabel wegen der Pflasterstein. Und der Gerät. Ach ja, der Eimer ist weg, ne? Alter, was du hier schon an Eimern verbraten hast, ne? Nicht viel. Die halten auch nicht viel aus, bin ich Qualität von Ikea, weißt du? Nee. So. Am Ende werde ich noch von Ikea verklagt. Hast du hier noch nie verklagt worden? Bist du mir schon ein Wunder. Müsste eigentlich für dieses Let's Play verklagt werden. Don't question my logic. So, guck wenn ich dir das diese jetzt... niedrigen Qualität, ne? Was? Produkte von dieser niedrigen Qualität entsprechen nicht dem deutschen Standard. Deutsch ist deutsch und das ist nicht deutsch. Warum schlechte Nazi-Imitation, Mann. So, dahin. So muss funktionieren. Soll nicht schön aussehen, muss funktionieren. Gut, dann baue ich das Ganze hier nochmal ab. Das ist echt unnötig geworden. Immer schön die Sneak-Taste durchpressen, sodass du auf der anderen Seite des Schreibtisches wieder rauskommst. Geht mit der Zeit auf die Finger. Ich weiß, aber ich will jetzt nicht nochmal runterfallen. Die Frage ist nicht, ob du willst. Die Frage ist, bist du nah genug an einem Abgrund, dass dich deine eigene Dummheit da wieder runterbringt? Moment, unter dem Block ist genau gar nichts, den baue ich jetzt auch nicht. Ist unter dem Block, what? No. Nein, okay. Fall. Juhu. Warum zum Moviepark zum Freefall gehen, wenn man einen eigenen machen kann? Ja, genau. Death Points sind gerade ein bisschen im Weg. Wenigstens weiß ich, wie man eine mit Lava gefüllte Falle macht. So, die Map ist jetzt so gut wie schneefrei, nur noch auf dem Portal. Klopp. Double Rainbow. What does it mean? Drop it. Das hast du sehr schön gemacht. So, perfekt ausgegangen. So.
Tschüss. Jetzt guck mal in den Chest. In Chest. Bitte verändern nichts an der Monsterfalle. Dafür bin ich jetzt verantwortlich. Verantwortlich. So, was brauche ich denn jetzt dafür? Stirb, Enderman! Hast du ein bisschen Holz? Gut. Wir bräuchten zwei Schilder. Hier hatte ich schon mal Stöcke dafür. Dann gib mir wieder die Stöcke. Danke. Was soll ich mit dem Enderman da machen? Kannst du meinetwegen töten, wenn du Spaß dran hast. Du hast Spaß dran. Dün, dün, dün. Scheiße. So. Brauchen Steinschwert. Wir haben uns ja mal damals einen zweiten Lava-Gedöns gecheatet, aufgrund dessen, dass wir ja gesagt haben, wir wollen zusammen abbauen, ne? Deswegen. Das ist ein Scheiß auszubauen. Deswegen. Ich werde trotzdem die Lava-Teile dann beide hier hinbauen. Dann. Also so, ne? Die Farmteile. Hast du noch Cobblestone? Ach nee, ich habe noch Spitzhacke. Dein Stuhl knatscht. Mein Stuhl darf machen, was der will. Nee, eben nicht. Okay, dann hätte ich das schon mal so weit. Nein, du ein Kabel, nein. So, es läuft jetzt so, dass die Monster in die Lava reinfallen, da ist, und hier kommt dann Wasser hin. Das müsste. Come on. So, Wasser. Wasser. Und das Wasser könnt ihr hier schon eigentlich aufhören. Und hier kommt dann ein Schild hin. Gut, dann muss ich nur noch die Lava platzieren und das Wasser kann ich jetzt schon platzieren. Das Wasser läuft schon mal. So wie es muss. Nur ich denke mal, die Plattform machen wir dann irgendwann mal noch ein Kästchen tiefer, aber nicht jetzt. So, jetzt brauche ich dann einen Lava-Eimer. Ich hole mal direkt da von unten ein. Der Schuhknatsch. Und das machst du jetzt extra, ne? Nein. Nein. Woher denn? Nein. so. Wie denkst du von mir? Schlecht. Ja, mir gedacht. Ja, dich. Dich und deine ganze Familie. Cool, das muss ich noch ganz weitermachen. Ja, aber. Mach jetzt nicht so auf Obermacker-Auftritt. Brauchen wir jetzt... what the... Alter! Scheiß Baum! Wächst der direkt, der nicht draufsteht. Ja, das passiert schon mal. Selten. Bei den Noobs. So. Wenn einer von euch bei ihm wohnt, also irgendwo in der Nähe, ich zahle 50 Euro, wenn er zu ihm hinfährt und ihm in die Fresse schlägt. Part Mark, er wird sogar gerne machen. Der macht das umsonst, das weiß ich. Aber du willst ja 50 Euro loswerden, ne? Das muss. Traut sich nicht der Feigling. So, ich könnte die Falle jetzt wieder anmachen. Soll ich? Willst du es riskieren? Müsste alles funktionieren. Lava ist da, dort müssen die verbrutzeln. Und das Wasser, wo es daneben fließt, ist auch da. Ist an. Dementsprechend kriegen wir aber nur die Items, keine XP. Tja. Insofern die Monsterfalle überhaupt noch möglich ist. Insofern wir keine Diamonds und Obsidian finden, um uns hier so ein Dingsbench zu machen, ist sowieso egal.
Weißt du was? Ich glaube, wir brauchen sogar eine erhöhte Plattform, wo wir die Spinnen kaputt machen können. Aber ich habe so das Gefühl irgendwie, dass die XP-Farm nicht mehr also die Item-Farm nicht mehr funktioniert, weil früher sind die Skeletons und so runtergegangen in der Lava ein bisschen und haben das ganze Zeugs verloren. Hier stimmt die aber. Und verlieren nichts. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Also hier kommen keine Items an. Junge, was kannst du eigentlich? Oder man hat das so geändert, dass Viecher in Lava keine Items mehr verlieren. Doch, normalerweise schon. Aber ich höre auch keine Zischgeräusche, dass irgendwas verbrennt. Also an Items. Schau halt nach. Das machen wir dann mal anders. Ich gucke, ich informiere mich in der Zeit dann im Internet, ob die Monsterfalle noch funktioniert. Und wenn nicht, dann müssen wir uns was anderes überlegen. So. Ich gehe da jetzt mal die Kakteen nochmal abbauen. Die Kaktussen. Ja, ja, immer die Kaktussen. Ich mache noch kurz die paar Bäume fertig. Aua, die Kaktussen tun mir weh. Ja, wenn du so dumm bist und in den reinläufst. Huch, da bin ich fast. Ich verstehe die Teile, ich verstehe die. Danke. Nix zu dann. So, dann würde ich mal sagen, diese Fail-Aufnahme nähert sich wieder dem Ende. So. Es lief so effektiv gar nichts genau so, wie es laufen sollte. Wenigstens haben wir jetzt genug Wood. Ja, super. Sonst haben wir gar nichts. Okay, ein Eisen. Wow. Ich hab einen Eisenhelm. Ich hab einen Eisenhelm. Freude, ich hab eine Enderperle. Und einen Bogen. Und zwei Stacks Zäune. Gut, ich würde mich dann mal verabschieden. Ist ja auch gleich spät. Vielleicht merkt man das auch. Nee, warte. Eins mache ich dir noch kurz. Eines mache ich dir. Spinni. Alter, hier ist unten ist eine Spinne gespawnt. Jesus Christ. Schubst mich nicht runter. Boah, Alter, du schubst mich runter. Ich schubst dich gar nicht runter. Doch. Don't question my logic. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Du hast ja keine Logik. Als Gott die Logik ausgab, bist du nach Hause gerannt und hast geweint. Ja, weil ich dich gesehen habe. Ja, aber ich da war, um Logik zu kriegen. Haha. Oh, du Bitch. Nein. Ich finde es gut, dass man das Föhn schneller abbaut. Ja, das ist definitiv gut. Früher war es immer so ein Prozess. Irgendwie kommt, glaube ich, wegen Spinnen nichts mehr nach unten durch. Habe ich so das Gefühl. Tja, da haben die Monster wohl eine Spinnenverstopfung. Ich trau mich jetzt schon fast leicht, das aufzumachen. Doch, ein paar Spinnen verstopfen hier den Weg. Warte, lass mich durch. Lass mich durch, ich hab nen Bogen. Viel Spaß. Warum brennt der da oben? Ich hinterfrag das gar nicht. Don't you question my logic. Ehrlich, die verbrennen oben, die verbrennen gar nicht unten in der Lava. Nee. Die werden aus irgendeinem Grund hochgespült. Ich frag mich gerade, ob es eine Möglichkeit gibt von einer Monsterfalle, wo man die Viecher runterfallen lässt, ziemlich weit. Und in dem während des Falles verbrennen die dann. Ne? Ja, nee, stimmt. Ich habe gerade noch eine glorreiche Idee. Die wäre. Siehst du gleich?
immer weg. Die glitschen einfach zu sehr rum, als dass sie da sterben würden. Da hat er einen Trapdoor gemacht. Und fällt der hart. So, ich sie dir platzieren. Das glaube ich geht gar nicht. Doch, das geht. Wenn du sie nicht mal gibst. Also beziehungsweise man kann die überhaupt platzieren, aber nicht so hast du es was tun. Dumm. Ja. Nee, es geht nicht. Hätten wir ein bisschen Eisen? Dann. Hätte ich gesagt, machen wir eine Eisenkiste davor. Nee, es passt schon so. Ist egal. Ja. Verabschieden wir uns mal endlich. Diesmal springe ich nicht runter, nicht mit meinem schicken Eisenhelm auf. Und ich würde mal sagen, mit einem Unlabeled Jenkins verabschieden wir uns wieder von diesen Parts. War ja anstrengend genug, unsere Scheiße anzugucken, bestimmt. Deine Scheiße! War ja anstrengend genug, die Scheiße zu fabrizieren. Mein Roleplay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder auch gerne bei anderen Projekten, wenn euch das hier gefallen hat. Mit dabei war mal wieder... Bitte? Niemand, okay. Nee, ich hab dir nicht zugehört, du kennst mich doch. Mit dabei war mal wieder... Ach so, ja, der Dead Kissy hier. Dead Kissy, oh, ach du Scheiße. 666 ruft mich an. Dead Kissy 666 heiße Oral 6. Ciao mit V. Oder? Warte, eins habe ich noch vergessen. Brauch einen Cobblestone. Jetzt. Ja, komm. Soll ich hinterfragen, was du... Da oben liegt noch Schnee. Das darf nicht sein. So, muss ich mich nur noch hochbauen, um den Schnee zu holen. Warte. Da kenne ich einen Smarter Way. Ha! No, my Schnee und Stuff. Hier kommen für Schneebälle. Ja, wir sehen uns dann endgültig jetzt mal bei der nächsten Aufnahme. Halt, nein, warte. Okay. Bis ich schieße mal ganz Aufnahme. Schnell den Server, weil er jetzt noch gerade irgendwas machen wird. So, ihr könnt mal live dabei sein. Und... Saving complete, alles klar. Weg damit. Bis dann. Ciao mit V. Bis dann. Tschö. Tschö mit dir.